Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den November 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt im November Geburtstag haben. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorff und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, zum Beispiel ein Geburtstagshoroskop, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorff.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran! Im November habt ihr wirklich hammergeniale Liebeskonstellationen, vor allem ab dem 7. November, wenn Liebesplanet Venus in euer Zeichen geht. Sie bildet dann lauter wunderschöne Romantikaspekte in eurem Zeichen, da könnt ihr euch wirklich nicht beklagen. Eure Ausstrahlung ist charmant und liebevoll und sexy und ihr müsst euch schon verstecken, wenn ihr nicht im Mittelpunkt stehen wollt. Euren Geburtstag solltet ihr diesmal wirklich feiern oder zumindest einen ganz besonderen Tag daraus machen. Jetzt schauen wir uns eure Sterne genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also den langfristig wirkenden Planeten. Und die erste und wichtigste Konstellation für euch ist, dass der Glücksplanet in eurem Zeichen steht, hier in eurem ersten Haus. Und das verleiht euch eine Superpower und Ausstrahlung. Falls ihr bisher noch an euch gezweifelt habt, beginnt jetzt eine Zeit, wo ihr an eure Möglichkeiten glaubt und wo ihr tatsächlich auch eine große Gestaltungskraft besitzt. Oft ist ja der Skorpion misstrauisch, aber Jupiter verhilft euch dazu, ins Vertrauen zu kommen. Auch andere werden auf euch aufmerksam. Ihr seid beliebt, man sucht eure Nähe und euren Rat. Natürlich ist das auch super für die Liebe, weil ihr potenziellen Partnern positiv auffallt. Mit mehr Selbstvertrauen flirtet es sich einfach besser. In eurer festen Partnerschaft ist der Partner jetzt vielleicht angenehm überrascht, dass ihr großzügig und liebevoll auf ihn eingeht. Wenn ihr noch mehr über diese Konstellation wissen wollt, welche mythologischen und psychologischen Hintergründe sie hat, dann schaut euch doch bitte auch mein Special darüber an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Und die Konjunktion wirkt diesen Monat besonders auf die Geburtstagskinder vom 28. Oktober bis 3. November. Dann haben wir einen Zeichenwechsel in diesem Monat, der auch sehr wichtig ist, und zwar am 9. November und bis zum 6. August 2018 geht die Lilith aus dem Zeichen Schütze ins Zeichen Steinbock und damit in einen günstigen Aspekt zur Skorpionsonne. Das verstärkt nochmal eure magische Ausstrahlung und lässt euch besonders im Gespräch faszinierend wirken. Wenn ihr als Berater mit psychologischem Hintergrund tätig seid, wird euch das neue interessante Klientinnen und Klienten bringen und eine neue Intensität in der Kommunikation. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Videospecial »Geh deinen eigenen Weg«. Und der Lilith-Aspekt wirkt ab dem 9. November besonders auf die Geburtstagskinder vom 23. bis 27. Oktober. Dann haben wir noch einen ganz tollen Aspekt. Das ist das Trigon zu Neptun. Der steht hier bei euch im 5. Sonnenhaus der Lebensfreude und auch der Sexualität. Das ist ein ganz toller Aspekt, habe ich ja schon öfter gesagt, für Tantra. Das heißt, Spiritualität, sprich Neptun, und Romantik und Sexualität miteinander verbinden. Also auch die geistigen Welten damit einbinden. Und die Skorpione interessieren sich sowieso dafür. Und die Geburtstagskinder, die diesen Aspekt empfangen, denen kann ich nur raten, damit einmal zu experimentieren. Es ist auch ein Aspekt, der euch sehr kreativ macht, besonders wenn ihr musische Tätigkeiten ausübt, also zum Beispiel Musik oder Malerei. Für sowas ist ja Neptun ganz toll. Und überhaupt ist es gut für eure Kreativität und es macht euch eben auch romantisch. Und diesen Aspekt empfangen im November die Geburtstagskinder, die vom 3. bis 5. November Geburtstag haben. Und für euch ist halt auch die gute Nachricht, dass die Venus ja eben auch in einen Aspekt dazu gehen wird und der Jupiter. Und das ist natürlich dann schon traumhaft diesen Monat. Dann habt ihr ja noch das Sextil zu Pluto, der steht auch günstig zur Steinbocksonne, steht für euch im 3. Sonnenhaus der Kommunikation und da wird ja dann auch die Lilith reingehen, das ist sehr spannend, eben auch für psychologisch orientierte Skorpione. Und diesen Aspekt haben in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 9. bis 11. November. Damit kommen wir zu den aktuellen genialen Konstellationen für euch. Und der Monat geht los mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion, alles bei euch im Zeichen und im ersten Haus. Und das ist super. Die Sonne macht euch vital,
Merkur gibt euch gute Ideen und Jupiter, ja, Glücksplanet, habe ich ja schon beschrieben. Die Liebesplaneten stehen für euch im 12. Sonnenhaus. Venus, das ist weiterhin so vielleicht so ein bisschen eine Zeit für Rückzug und Meditation, für das Genießen in der Stille und für sich selbst und für eine Hingabe an die Spiritualität. Und der Mars steht ja auch da in 12. Das heißt, die Energie geht mehr auf euer Inneres. Vielleicht braucht ihr auch mehr Schlaf oder ihr fühlt euch weniger schwungvoll. Yoga und ähnliche sanfte und meditative Sportarten sind jetzt ideal. Das Ganze wird aber ein bisschen ausgeglichen dadurch, dass die Sonne in eurem Zeichen steht und euch hier eben mit Vitalkräften versorgt. Dann habe ich für euch zwei Top-Tage, Freitag, den 3. November und Samstag, den 4. November. Das ist dann auch die Vollmondnacht, denn morgens am Samstag in aller Frühe um 6.22 Uhr ist dann der Vollmond auf der Achse Skorpion, Stier und damit auf eurer Beziehungsachse. Der Mond steht dann für euch im Partnerhaus. Und das ist natürlich ein genialer Vollmond, denn wie gesagt, auf der Beziehungsachse geht es da um Begegnungen und Partnerschaft. Und wer in einer Partnerschaft ist, darf sich von diesem Vollmond lustvolle und sinnliche Stunden zu zweit erhoffen. Wer Single ist, sollte rund um den Vollmond ausgehen, ist ja auch ein Wochenende, und Leute treffen, denn es liegen knisternde Flirts in der Luft. Es kann durchaus sein, dass ihr da jemanden kennenlernt, und auch wenn das vielleicht erstmal unpassend erscheint, kann doch dieser neue Flirt Potenzial haben. Und der Monat wird sich ja noch sehr romantisch entwickeln. Am 5. November tritt dann der Merkur ein in den Schützen. Das ist ein optimistisches Denken, was sich da breit macht. Und für euch ist das zweite Sonnenhaus, ist also gut für eure finanziellen Pläne. Ja, und dann am 7. auch sehr gute Nachrichten. Die Venus geht dann nämlich in den Skorpion und das ist ganz wunderbar für euch. Bis zum 15. November verwöhnt sie erstmal die erste Dekade der Skorpione mit Liebe, mit einer tollen Ausstrahlung und Schönheit und natürlich auch mit einem lustvollen Erleben beim Sex. Dann kommt am 9. November der Übergang von Lilith, die dann in einen freundschaftlichen Aspekt zur Skorpionsonne geht, in euer drittes Sonnenhaus. Wie gesagt, schaut euch dazu bitte mein Special an, geh deinen eigenen Weg. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch. Am Samstag, den 11. November, da habt ihr sehr romantische und liebevolle Konstellationen und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das genießen wollt. Mit einem Liebhaber oder mit dem festen Partner oder indem ihr mit euren Freunden etwas unternehmt. Zum Beispiel auch, indem ihr Karneval feiert, da ist ja der 11.11. oder indem ihr eine große Geburtstagsparty feiert. Dann haben wir vom 13. bis zum 20. diese heiße Phase mit den fantastischen Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Verwirrungen. Die Venus steht in Konjunktion mit Jupiter in eurem ersten Haus. Das ist einfach genial und sie geht dann am 15. November in die zweite Dekade. Im Prinzip setzen sich die Top-Konstellationen vom 11. November bis zum 20. für euch weiter fort. Und wenn ihr in dieser Zeit Geburtstag habt, habt ihr diese ganze Romantik für euer kommendes Lebensjahr im Horoskop verankert. Entweder ihr erlebt ganz wundervolle Kuschelstunden und eine sehr schöne, lustvolle Intimität mit jemandem, den ihr liebt, oder die Chance steigert sich, dass ihr eine Romanze anfangen könnt. Wenn ihr alleinstehend seid, dann konzentriert euch doch auf eure kreativen Kräfte, weil mit diesem Aspekt es zu einem super tollen Workflow kommen kann und ihr wunderschöne Kreativprojekte manifestieren könnt. Als nächstes verbindet sich dann die Venus mit Neptun, hier in diesem schönen Trigonaspekt. Das ist einfach traumhaft romantisch für euch. Das ist ein toller Aspekt für die spirituelle, aber auch die erotische Liebe. Und das spüren vor allem die Geburtstagskinder der zweiten Dekade. Aber jetzt können alle Skorpiongeborenen von diesen schönen kosmischen Energien profitieren, denn die Venus durchläuft ja im November das ganze Skorpionzeichen und aktiviert alle drei Dekaden und macht euch empfänglich für die Romantik, die in der Luft liegt. Die Wermutstropfen in dieser Phase sind zwei Konstellationen. Wir haben einmal zu Beginn der Phase, muss ich nochmal hier kurz zurückgehen, haben wir Neptun im Quadrat zu Merkur. Das heißt, nicht jeder Liebestraum lässt sich dann verwirklichen. Manches bleibt in der Fantasie stecken und vor allen Dingen so um den 13., 14. rum bitte auch Vorsicht bei finanziellen Entscheidungen. Wirklich heikel ist aber das Quadrat zwischen Mars und Pluto, zwischen dem 14. und dem 19. November, denn es handelt sich um den alten und den neuen Herrscher eures Sternzeichens und die stehen in Spannung zueinander. Das kann euch sehr dominant oder sogar aggressiv machen.
Vielleicht verführt ihr jemanden, der eigentlich schon in einer Beziehung ist. Ihr habt jetzt eine enorme Ausstrahlung und müsst ein bisschen die Verantwortung dafür übernehmen, wenn euch jemand verfallen ist, der sich das eigentlich gar nicht erlauben kann. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November. Und das ist dann eine gute Zeit, um euch darüber klar zu werden, was ihr in anderen auch auslösen könnt. Und wenn diese Erkenntnis wiederum in euch negative Emotionen auslöst, wie zum Beispiel Enttäuschung oder auch Eifersucht, dann ist dieser Neumond in eurem eigenen Zeichen eine gute Gelegenheit, davon loszulassen. Als neuen Impuls könnt ihr darüber meditieren, was ihr euch von eurer Partnerschaft für die Zukunft wünscht und wie ihr euch dabei selber einbringen könnt. Am 22. November um 4.05 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Schütze. Das ist eine ganz allgemein positive Energie und wir sehen eventuelle Probleme in einem viel optimistischeren Licht. Und für euch geht die Sonne damit dann ins zweite Sonnenhaus und das ist gut für eure Finanzen. Ab dem 23. November geht die Venus dann in die dritte Dekade eures Zeichens und vom gleichen Tag bis zum 5. Dezember folgt dann wieder eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter in einem wunderschönen Harmonieaspekt zu Romantikplanet Neptun. Und das ist absolut genial für euch. Da müsstet ihr eigentlich im siebten Himmel schweben, sei es nun mit jemandem, den ihr liebt oder mit tollen musischen oder kreativen Projekten oder beidem. In dieser Zeit habt ihr dann auch zwei Top-Tage, nämlich Sonntag, den 26. und Montag, den 27. November. Dann verstärkt hier der Mond im Zeichen Fische noch einmal die ganzen Harmonieaspekte zwischen Jupiter, Venus und Neptun und lenkt die Romantikenergie in alle drei Dekaden eures Zeichens. Vom 28. November bis 1. Dezember wird der Mars dann nochmal einen hitzigen Aspekt bilden, nämlich zum unberechenbaren Uranus hier. Und diese Konstellation bildet zwar keinen direkten Aspekt zur Skorpionsonne, kann sich aber unterschwellig schon auf euch auswirken, zum Beispiel durch nervliche Anspannung und Nervosität oder eine Neigung zu Infekten jetzt in der kalten Jahreszeit. In diesen Tagen solltet ihr euch ein bisschen Ruhe gönnen und achtsam mit euch selbst und anderen umgehen. Die Romantiksterne stehen ja weiterhin sehr gut für euch. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.